Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute zu meiner allerersten persönlichen Legung. Und zwar hat mich eine alte Schulkameradin über Facebook kontaktiert und mich eben gefragt, ob es möglich wäre, dass ich eine Legung für sie und eine andere Person mache. Mit Namen und Geburtsdatum. Ich habe die Daten habe ich auf einen Zettel geschrieben. Die liegen hier unter den Hauptpersonen. Links die Dame, rechts der Herr. Das ist das erste Mal, dass ich das so in dieser Art und Weise mache, weil normalerweise hole ich mir halt einfach immer die Energien her. Und wird interessant, glaube ich, habe ich so im Gefühl. Genau, dann fangen wir einfach mal an. Ich beginne wieder mit der Seite der Dame. Ich habe keine Ahnung, was kommt, wie immer natürlich. Und ich lasse mich da mal überraschen. Die ersten zwei kommen schon. Ich halte es dir sofort in die Kamera. Ich hätte gerne noch eine. Ich habe auch heute das erste Mal kein Headset auf. Ich bin gespannt, wie das wird. Von der Tonaufnahme. Gebt mir ein Momentchen, ich gehe mal kurz in die Energie rein. Okay. Ich habe hier bei dir, meine Liebe, da ist so dieser Blick. Sieht man das so? Der König der Kelche. Mir kommt hier so eine Art Gefühl, als würdest du zu diesem Mann hochschauen, ja, als wäre er für dich etwas sehr Großes vom Gefühl her, etwas oder eine Person, die wie darf ich das ausdrücken? Ja, es kommt mir so vor, als wäre dieser Mann eine Person, der du dich sehr gerne hingibst oder hingeben möchtest. Ich kenne deine aktuelle Situation nicht. Es sind so viele Wörter in meinem Kopf. Es kommt auch Unterwerfung, aber jetzt nicht irgendwie in einem schrägen Sinn, sondern wirklich, wirklich dieses Gefühlvolle, ja, zu diesem Mann aufsehen, in Liebe und ja. Und dennoch. Dennoch ist er eine Art Zurückhaltung. Ich bin hier voll in der Emotion drin, also vom Spüren her, da ist diese Art Zurückhaltung, eine Art Vorsicht, eine Art Angst, weiterzugehen, weiter auf diese Person zuzugehen, auf diesen Mann zuzugehen, weiter inniger. Das ist so, es fühlt sich so an, als würdest du zu diesem Mann aufschauen.
Auch in einer gewissen Art, als wäre er unerreichbar für dich. Also das ist mein Gefühl, wenn ich hier das so betrachte, ja. Und da ist eine Art inneres Wissen, dass du mehr tun könntest, aber durch diese Zurückhaltung bist du einfach nicht in der Lage, da auch in die Tat zu schreiten und auf ihn zuzugehen, vielleicht ihm deine Liebe zu offenbaren. Das ist das, was mir jetzt ganz stark rüberkommt. Ich habe dir jetzt nicht, ich glaube, die anderen zwei Karten habe ich dir gar nicht in die Kamera gehalten. Hier hatten wir noch die 5 der Kelche. Und den Magier. Ist klar, weil es heute wieder eine Premiere ist mit der persönlichen Legung, also nicht wieder besonders nervös sein. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Diesmal zeige ich es gleich. Wir haben hier die 10 der Stäbe. Die 5 der Stäbe. Die 2 der Kelche. Und die 5 der Münzen. Nun, es scheint mir so, als hättest du hier, also als würde diese Situation dich sehr, sehr belasten. Mit dieser Situation hast du sehr zu kämpfen, innerlich, weil ja einfach nicht die Möglichkeit besteht, dass man hier mehr in diese Innigkeit reingeht, ja, in diese tiefere Verbundenheit, in diese tieferen Gefühle. Ich möchte nicht sagen, dass da eine Art Mauer dazwischen ist, ja, weil ich spüre nicht, ich spüre hier eigentlich keinen Widerstand von seiner Seite aus. Das ist eine Sache, die spüre ich eher bei dir, dass du einerseits möchtest, du möchtest einen innigeren Kontakt, andererseits sieht es aber so aus, als hättest du hier einfach noch ein paar andere Kämpfe auszufechten. Ein paar innere Kämpfe. Und mir kommt hier auch ganz, ganz stark der Selbstwert wieder durch. Also, beziehungsweise der nicht vorhandene Selbstwert. Wie gesagt, ich kenne deine Situation nicht. Wir haben uns schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und nichts voneinander gehört. Ich habe keine Ahnung, wie du dich entwickelt hast in den letzten 20 Jahren. Aber hier scheint mir der Selbstwert sehr stark. Uff.
Ich übertreibe jetzt mal nicht, indem ich sage, nicht vorhanden, sondern also sehr, sehr stark geschwächt. Das nehme ich hier so wahr. Es ist ein sehr bedrückendes Gefühl, es ist ein sehr belastendes Gefühl, ja. Und dadurch haben wir halt hier auch wieder den Mangel, ja. Den Mangel, diese innere Krise, wo einfach momentan kein Vorankommen ist, ja. Man verharrt hier in einer Situation, vielleicht in der Hoffnung, dass sich von außen irgendetwas ändert, ja, dass sich vielleicht die Person ändert oder dass sich eine Situation ändert oder dass sich gewisse Dinge von alleine auflösen. Aber nein. Das ist dein Ding, meine Liebe. Hier darfst du arbeiten. Hier darfst du in deine Stärke gehen. Ich habe hier dieses Bild, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem. Ja, dieses Gefühl wird immer stärker, es fühlt sich wirklich so an, als würdest du ihn total idealisieren und anbeten. Auf eine gewisse Art und Weise. Und dadurch machst du dich klein. Wir haben hier unterm Deck haben wir die Sonne in Kopflage. Und mir kommt gerade was ganz. Ein extremes Gefühl von Blendung. Blendung, ja, das ist das richtige Wort. Entweder hast du hier von ihm ein falsches Bild, ja, entweder du blendest dich selber, dass dieses Licht oder das Licht dieser Person gar nicht so hell und strahlend scheint, wie du das eigentlich siehst. Ja, aber dadurch, dass du hier total in deinem Mangel drin bist, also ja, im besetzten Sinne, dein Licht ist gerade auf Sparflamme, ja, ich möchte es nicht schlecht reden, ich hätte jetzt auch sagen können, erloschen, aber du selber weißt es besser, wie es eher zutrifft. Und dadurch, dass dein Licht momentan, dein inneres Licht, dein inneres Feuer so klein ist, aus diesem Grund scheint sein Licht momentan viel, viel heller und es blendet dich. Natürlich besteht hier auch die Möglichkeit, dass er dich von sich aus blendet. Dass er vielleicht gar nicht so toll ist, wie er scheint, wie er sich ausgibt. Ja. Fühl dich da bitte rein. Du selbst weißt es am besten, was bei dir Sache ist. Aber das ist das starke Gefühl, was bei mir hier durchkommt, definitiv. Bevor ich auf seine Seite gehe, möchte ich gerne, wissen, was du tun könntest, was dich unterstützen könnte, hier aus dieser Dunkelheit hier, dich wieder rauszuarbeiten, ja. Weil du bist hier. In meinem Gefühl bist du ja absolut nicht in deiner Kraft. Absolut nicht. Nicht, weil du irgendwie schwach bist oder dergleichen, sondern weil du etwas anderes oder jemand anderen zu sehr in die Höhe hebst, zu sehr auf einen Sockel setzt oder stellst.
Was gibt es für dich zu tun? Welche Hilfestellung gibt es für dich, dass du hier wieder mehr in dein Licht kommst? Weißt du, diese Energie, die hier momentan in diesem Bild ist, ist wirklich so, dass ich hier eine unheimlich starke und kraftvolle Frau habe, ja, die aber total unterdrückt ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, unterdrückt von außen, sondern aus ihrem eigenen Willen. Als würdest du dich selber klein machen. Ganz klein mit Hut. Wir haben hier schon mal für dich den reichen, guten Herrn. Und das ist dazu in der Kamera, dass man das nicht mehr sieht. Wunderbar. Ich lege es jetzt erstmal hier mit dazu. Okay. Gut, wir nehmen diese drei hier. Also, wir haben den reichen, guten Herrn. Wir haben hier das Liebesglück. Und wir haben hier die falsche Person. Mir sagt das jetzt, also dieser reiche, gute Herr, den empfinde ich jetzt nicht als diese männliche Person hier, die Person, für die du schaust, sondern das ist hier ein Anteil von dir, ja, eine männliche Energie, die unterdrückt ist bei dir, dieses kraftvolle, aktive, ja, wenn man hier schaut, dieser Mann, wie er dasteht, ja, er sieht so aus, als hätte er alles, als, das Licht blendet hier, ich glaube, so ist es besser, so kann ich jetzt aber nicht mehr auf die Karte schauen. Und du hast es gesehen, dieser Mann scheint mir, als hätte er alles. Ja, er ist hier ganz locker und leger, lehnt er da in seiner Bibliothek oder in seinem Büro, ja, hier die tolle Uhr und mit seinem Zylinder und seinen weißen Handschuhen. Ja, der strahlt was aus. Das ist eine Art Eleganz, der ruht in sich, ja. Das ist für mich eine sehr, sehr stabile männliche Kraft, ja. Der weiß, was er will, der trifft seine Entscheidungen und er zieht die Dinge auch durch. Und das scheint mir, ja, jeder Mensch hat ja, also egal ob Männlein oder Weiblein, jeder Mensch hat ja weibliche Anteile und männliche Anteile. Ja, es sind immer zwei Seiten einer Münze. Und mir scheint es, dass dieser Anteil mit diesen Eigenschaften dieses Mannes hier, auf dem Bild, dass dir das aktuell fehlt. Und dadurch bist du eher in deiner, ich drück's jetzt einfach mal so aus, in deiner zu weichen Rolle, in deiner zu hingebungsvollen Rolle, ja. Das ist für mich ein zu viel. Gibt es ein zu viel an Frau sein? Nein, zu viel im Ungleichgewicht, okay? Nennen wir es so, zu viel im Ungleichgewicht, ja? Und hier das Liebesglück. Das Liebesglück, dass du vielleicht gerne mit dieser männlichen Person hättest, ja? Das darfst du erstmal in dir finden, bitte.
Ja. Nimm dich selbst erstmal in den Arm. Puh. Ja. Egal was kommt, egal wie er momentan zu dir steht, in welcher Verbindung du mit diesem Mann bist, aber bitte geh hier erstmal in dich und komm du für dich in dein Gleichgewicht. Unbedingt. Dass die falsche Person, da gibt es jetzt auch mehrere Szenarien. Zum einen spüre ich hier einen negativen Einfluss von außen, ja. Es könnte jetzt sich tatsächlich um ein oder mehrere Personen im Außen handeln, sei es jetzt Familie, Freundeskreis, dergleichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde jetzt diese Person nicht unbedingt als eine Rivalin ansehen, aber auf jeden Fall ist hier eine gewisse Art an negativem Einfluss. Entweder in deine Richtung oder in seine Richtung hier, ja? Was ein bisschen kratzt an der ganzen Sache. Sollte das hier in deine Richtung gehen, ja, dass du vielleicht irgendwie im Freundeskreis oder familiär, dass irgendwelche Dinge sich negativ oder ja, negativ auf dich, auf dein Leben auswirken, dann schau bitte, dass du dich da hiervon entfernst, ja? Und hier wieder in die Selbstliebe gehst. Und hier auch wieder in deine Kraft, in dein Gleichgewicht, in deine Aktivität. Ja. Wow. Ich bin hier leicht geplättet. Ja, nun gut, ich lasse das jetzt hier erstmal so ein bisschen setzen. Wir schauen auf seine Seite. Ja, alle haben es gesehen, die erste Karte ist wieder auf dem Boden. Bin mal kurz abtauchen. So. Nun gut. Wir haben hier die zwei der Schwerter. Die Hohepriesterin der Hierophant und der Eremit. Okay, was mir hier, Entschuldigung, was mir hier als erstes kommt, ist, er läuft von irgendeiner Entscheidung weg. Ja, es spiegelt sich hier gerade ganz schön, finde ich.
Puh, ich krieg gleich einen Frosch im Hals. Okay, es steht eine Entscheidung im Raum, ja. Vielleicht die Entscheidung für dich, gegen dich. Kann natürlich auch eine anderweitige Entscheidung sein, was sein Berufsleben betrifft oder Wohnung, Haus, dergleichen. Auf jeden Fall ist hier, ich fühle hier einen Zwiespalt, irgendeine Art Zerrissenheit, wo aber definitiv eine Entscheidung fällig ist. Die Entscheidung kann aber von ihm nicht intuitiv getroffen werden, weil er blockiert sich selber. Er versteckt sich. Es fühlt sich für mich wirklich so an, als würde er sich hinter irgendwas verstecken, hinter sich selbst auch verstecken. Ich weiß nicht, wie er ist. Du kennst ihn ja, du weißt es. Fühl dich rein, ob es für dich stimmig ist. Für mich fühlt sich das so an, als würde er davonlaufen vor dieser Entscheidung eben. Er gibt sich anders, als er sich eigentlich fühlt. Ist eine schwierige Sache, das fühlt sich so gegensätzlich an. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe gerade ein großes Problem damit, dieses Gefühl, was ich habe, in Worte zu fassen, diese Energie in Worte zu fassen. Es tut mir echt leid, dass ich gerade so langsam im Reden bin, aber es ist wirklich schwierig für mich gerade. Es ist ein komisches Gefühl, ja, diese Zerrissenheit eben. Die ich hier fühle, die nimmt mir sogar die Worte, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich die eine Seite mit der anderen Seite zusammenfügen kann, ja. Und also wenn er sich so fühlt, dann sauber. Sehr. Er hält etwas sehr zurück, er hält etwas im Verborgenen, er sperrt etwas ein, er bringt es nicht nach außen, er bringt es nicht in deine Richtung. Er nimmt sich selbst so viel Freiheit damit. Es ist wirklich wie so ein eisernes Gefängnis, ich lege mich selbst in Ketten. Warum? Aus welchem Grund? Sieben der Münzen. Er wartet auf irgendwas, er wartet auf irgendein Ergebnis, er sieht sich das an, schon auf eine liebevolle Art und Weise. Bleibt aber auch verharren in dieser Geduld. Vier der Stäbe haben wir hier. Die Liebenden. Ja. Andersrum.
Er möchte und kann nicht. Wo erkennen wir das? Er möchte in die. Ich bekomme hier rein, dass das jetzt nicht die Ursache bei dir hat. Ja, da ist irgendwas noch im Außen. Ja, vielleicht hat hier die falsche Person auch einfach Einfluss hier bei ihm. Ja, das kommt mir wirklich als Einfluss von außen, weil hier das geht mir hier eindeutig in deine Richtung, ja. Ich meine, schau, du hast hier die Liebenden, er hat hier die Liebenden. Es ist noch nicht wirklich greifbar, aber es ist da, es ist vorhanden, ja. Er möchte hier an etwas arbeiten. Er hat wohl schon die Samen gesät für euch beide und wartet jetzt darauf, bis diese Samen wachsen und gedeihen und Früchte tragen, ja. Weil er möchte definitiv sich mit dir hier etwas aufbauen, ja, eine gemeinsame Basis schaffen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht seid ihr ja schon in einer Partnerschaft, ja. Wie gesagt, ich kenne deine aktuelle Situation nicht. Falls ihr in einer Partnerschaft seid, dann sehe ich hier ganz viel Potenzial, ganz viel Stabilität, ganz viel vielversprechender Erfolg. Nur hier ist irgendwas in Sachen Liebe anscheinend spielt hier oben irgendein Thema eine Rolle, was ihn halt eben noch zurückhält, wo er sich selbst einfach noch nicht ganz entfalten kann. Irgendein Hindernis ist hier noch im Raum bei ihm, also in seinem Leben. Irgendwas stört noch eure Verbindung. Hat jetzt nichts speziell mit dieser Legung zu tun, aber das ist so eine allgemeine Energie momentan auch, dass momentan in gewissen Partnerschaften viele äußere Einflüsse mitwirken, viele Störfaktoren, die also entweder andere Menschen oder irgendwelche Situationen, wo einfach Einfluss drauf nehmen, dass gewisse Paare einfach nicht zusammenfinden, ja. Entweder so oder dass gewisse Paare auch auseinandergerissen werden. Hauptsächlich meiner Meinung nach das Erstere, dass viele, die sich eigentlich vom Herzen her lieben, dass die aber überhaupt nicht in diese Innigkeit kommen, weil momentan so viele Störfaktoren von außerhalb sind. Ja? Sei es jetzt in Form von Personen, die da mitmischen, oder irgendwelche Situationen, die durch irgendwelche Aktionen hervorgerufen werden. Es ist momentan ganz viel Trubel und genau das nehme ich hier auch wahr. Da ist so. Wie soll ich das beschreiben? Da ist so ein Gewummer zwischen euch, ja, wie dieser Störbildschirm am Fernseher, diese Ameisen, dieses Gewusel. So fühlt sich das hier an. Das ist so eine, ich kann nicht mal sagen, es ist so eine schwere Energie, ja. Es ist einfach, es ist so viel Gewusel und so viel, Entschuldigung, wenn ich hier mit den Händen so rumfuchtel. Ja, aber es ist so, es fühlt sich echt creepy an. Total creepy. Hier, wir haben hier unterm Deck bei ihm haben wir den Ritter der Kelche, ja. Hier, der möchte zu dir losreiten. Aber irgendeine Situation im Außen hält ihn noch. Was ist hier? Was ist hier los?
Schauen wir mal bei ihm genauso. Was kann er tun, dass wir ihn unterstützen? Also ist ja nicht so, als hätte ich es gerade schon gesagt, ja. Ich zeig's dir mal die erste Karte. Das Gefängnis. Ja. Das wollte ich schon fast sagen, ich habe es doch gesagt. Ja, was kann er tun? Wie wäre es hier mit einem Ausbruch? Hallo? Das Kind. Ausbruch, Abschluss, Neuanfang. Schritt für Schritt. Ja, das fühlt sich gut an. Bitte noch eine Karte. Dankeschön. Trübe Gedanken. Also, oh, mein lieber guter Herr, raus hier. Raus hier, ja. Da ist irgendeine Situation hier, das nagt enorm an ihm. Vielleicht ist es eine Sache aus der kürzeren Vergangenheit, aus der längeren Vergangenheit, aber irgendwas ist hier, was ihn sehr stark zurückhält, beziehungsweise, dass er sich selbst deswegen so stark zurückhält, ja. Ich bekomme hier mit dem Hierophant hat er hier schon den Schlüssel für dieses Schloss, ja. Er muss sich nur frei machen von diesen ganzen Lasten und den Schlüssel reinstecken und umdrehen und schon kann er raus. Ja, raus und neu anfangen, wirklich dieses ganze Alte, was war, hinter sich lassen. Raus aus diesen Gedanken. Raus aus diesen trüben Gedanken, die ihn hier so in diese Zerrissenheit auch bringen. Hier. Dein Weg. Raus, rein, raus, rein. Hier, Galopp, Galopp rüber. Zu deiner Liebsten. Was verbindet euch denn? Ja, manchmal ist es so. Manchmal mischt man und mischt man und mischt man und es möchte keine Karte fallen. Aber ich merke gerade, wie die Energie hier ziemlich in die Leichtigkeit geht. Also im Gegensatz zu der Energie, wo wir vorhin die erste Reihe betrachtet haben, wird es jetzt wirklich schon angenehmer.
Jawohl, ich stehe mal ganz kurz nochmal auf. So, wir haben das Glück. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ich hab ja danach gefragt, was euch verbindet. Ja, jetzt kommt mir hier zum einen, dass einer von euch beiden oder vielleicht sogar ihr beide, dass ihr einfach ein, ich sage jetzt mal, verschobenes Bild vom Glück habt. Ja. Zum Beispiel in Form von, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das gemacht habe, dann bin ich glücklich. Ja, das kommt mir hier ganz stark. Das ist, hier ist auch dieser Strudel gezeigt, ja. Das ist eine Art Gedankenstrudel, der dich eigentlich immer nur weiter wegbringt vom Glück. Das kommt mir wirklich total stark, dieses Glück im Außen suchen. Ja. Fühl dich mal ganz tief rein. Du wirst sehen, du wirst erkennen, dass du das wahre Glück schon hast und dass du das wahre Glück schon in dir trägst und dass du das wahre Glück niemals im Außen finden kannst. Niemals. Du kannst alles Geld der Welt besitzen. Du kannst alle Schätze der Welt besitzen und es macht dich nicht glücklicher. Du kannst den schönsten Partner, den klügsten Partner an deiner Seite haben. Es wird dich nicht glücklich machen, ja? Weil solange du im Außen suchst, wirst du hier das wahre Glück nicht erfahren. Und das ist diese Verbindung zwischen euch, was ich hier ganz stark fühle, dass da vielleicht du oder er oder ihr beide, dass ihr da zu sehr im Außen seid und zu sehr auf die Zukunft ausgerichtet, dieses erst wenn ich das und das erreicht habe, erst wenn wir das und das gemacht haben. Ja. Hier und jetzt. Jetzt bin ich. Unterm Deck. Ja, das Licht ist toll. Haben wir die Zweifel. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Zweifel ist auch hier eine Sache bei ihm, was sehr an ihm nagt und was ihn unter anderem auch hier gefangen hält und zurückhält. Ja, hier die Zweifel auch. Ja. Wow. Wir erleichtern mal diese Situation ein bisschen und schauen uns noch Amors Botschaften an. Ich sammle mal alles ein. So, wir haben Zeit. Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit.
Ja, so mit dem Kopf durch die Wand. War ja auch Thema beim letzten Widder-Vollmond, also jetzt beim letzten Vollmond im Widder. Diese Gedanken, wo will ich mit dem Kopf durch die Wand? Vielleicht ist es auch eine Sache hier mit dem Kopf durch die Wand, eventuell, was ihn hier am Vorankommen blockiert, weil man vielleicht etwas genau so haben möchte, so dieses Starrsinnige, ja, und das ist aber in diesem göttlichen Plan überhaupt nicht vorgesehen, ja. Wäre möglich, dass du hier auch einfach von einer Sache so besessen hat, ein bisschen komischen Beigeschmack, so in eine Sache verbissen, ja, würde ich es jetzt mal nennen. Kann sein, dass du da einfach irgendwas erzwingen auch möchtest, ja. Aber göttliches Timing ist eine andere Sache, ja. Das ist genauso hier mit den 7 der Scheiben, ja. Das ist auch wieder so eine Sache mit diesem göttlichen Timing. Du kannst, wenn du einen Baum pflanzt, ja, oder wenn du irgendwelche Samen säst jetzt draußen in der Natur, du kannst dir nichts beschleunigen, du kannst dir nichts erzwingen, ja. Die Natur nimmt hier ihren Lauf und du wartest, ja. Entschuldigung, dir bleibt nichts anderes übrig. Du musst warten, bis der Samen sprießt, bis er heranwächst, bis er Früchte trägt. Danach kannst du sie ernten, vorher nicht. Ja, Geduld, Geduld. Kenn ich. Okay. Gut. Abwarten. Überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Okay. Darüber haben wir gerade gesprochen. Oh wow, schau mal. Für immer. Ich weiß gar nicht, ob du das so lesen kannst. Ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera in der Hoffnung, dass du es siehst. Ich lese eh vor. Für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Ja, das ist eine super schöne, tiefe Verbindung. Ja, hier mit dem Regenbogen drin. Der Regenbogen spricht hier auch von Heilung. Ihr habt hier noch ein bisschen was gemeinsam abzuarbeiten. Ich würde jetzt mal ein bisschen rausschreien, so gemeinsames Karma. Ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Entschuldigung, es ist gerade wieder hier so schön leicht. Ich freue mich total. Ja, ihr hat definitiv das Universum die Finger im Spiel. Hier ist irgendeine Sache am Laufen. Ich krieg hier die Info rein, dass sich darum gekümmert wird. Dass hier ein gewisser Einfluss von außen, dass der seine Rechnung bekommt, beziehungsweise abgewendet wird von euch. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, hier passiert was, ja. Hier passiert definitiv was. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ja, da wären wir wieder beim Loslassen. Wer kennt's nicht? Ja, ich weiß nicht, ob du meine anderen Videos gesehen hast.
wo Loslassen auch ein großes Thema war. Es ist nun mal so, wenn du etwas festhältst, ja, sei es jetzt eine Situation, eine Person, was auch immer, ja, du hast hier diese geschlossene Faust, ja. Wenn du loslässt, wenn du diese Faust öffnest, wenn du deine Hand öffnest, ja, dann kann das Alte gehen. Aber schau mal, hier ist wieder Platz für Neues, ja. Du lässt etwas los und dir wird Neues gegeben. Darüber hatten wir auch gesprochen. Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Und das ist momentan, ich muss mal kurz emotional werden, das ist momentan meine absolute Lieblingskarte. Nein, ich lasse das jetzt nicht raus. Ich sag dir auch, warum. Ich habe so viele Menschen schon kennengelernt, die der Meinung sind, eine Beziehung muss harmonisch sein, damit sie gut ist. Ja, man darf nie streiten, nie diskutieren, nie sich uneinig sein. Lauter so dummes Gequatsche. Also für mich wäre das ein absoluter Horror, wobei ich sagen muss, ich habe auch viele Jahre damit verbracht, mich selbst so sehr zu unterdrücken, dass ich eben mich in diese Harmonie reingezwängt habe, ja. Ich bin so schön streitsüchtig, ja, weil ich das einfach toll finde, wenn die Leidenschaft einfach rauspocht, ja. Und es ist hier mit diese Balance, ja, diese Gegensätze, die sich anziehen, wie man sich gegenseitig ausgleicht, ja. Der aktive Part und der passive Part, das Geben, das Nehmen. Ich meine, es hat alles immer zwei Seiten, ja? Und es ist jetzt auch egal, ob das jetzt bei einer gleichgeschlechtlichen Liebe ist, es ist das Gleiche. Ich meine, bei dem einen ist der weibliche Part eher ausgeprägt, bei den anderen ist der männliche Part eher ausgeprägt, ja. Aber es findet sich immer ein Gleichgewicht. Es muss auch nicht immer konstant sein, dass man sagt, okay, hier der Mann ist der Harte, der Aktive, der, ja, der die Hosen anhat und die Frau ist eben die Passive, die Hinnehmende, die Weiche, ja. Nein, auch das ändert sich vielleicht zwischendurch mal, ja. Also, und Herausforderung. Die Herausforderung ist auch einfach in einer Beziehung immer wieder aufs Neue. Und es ist es momentan egal, ob es sich hier um eine Liebesbeziehung handelt oder um eine Geschäftsbeziehung oder familiäre Beziehung oder freundschaftliche Beziehung, ja. Da kommen immer wieder mal Situationen, wo man sich uneinig ist. Aber genau das ist es. Ich meine, man muss sich nicht dauernd streiten und dann auseinandergehen, irgendwie, keine Ahnung. Aber es ist doch langweilig, wenn alles toll ist, wenn alles in Harmonie ist. Da habe ich letztes Mal, glaube ich, im Video auch dazu was gesagt. Was willst du denn, wenn alles immer harmonisch ist, wenn alles immer toll ist? Wenn du immer glücklich bist, dann bist du irgendwann mal nicht mehr glücklich. Weil du lernst das Glück erst zu schätzen, wenn du das Unglück durchlebt hast. Du erkennst das Licht erst, wenn du durch den Schatten gegangen bist, ja. Und du fühlst das Paradies erst, wenn du durch die Hölle gegangen bist. Oh, ich liebe diese Themen. Okay, ich höre jetzt auf. Genau. Ganz wichtig, diese Balance. Uff, ich spüre den Ausgleich. Mir ist aufgefallen, wir haben hier noch gar nicht unter das Deck geguckt. Geschenk bekommen. Ja.
findet das Gleichgewicht. Ihr zwei findet das Gleichgewicht. Hieraus wird was Wundervolles entstehen. Okay? Ach nein, und unter Amos Botschaften haben wir auch noch nicht geschaut. Hatten wir in der letzten Legung schon. Bleib dir selbst treu. Jawohl, ja. Hier, meine Liebe, komm in deine Kraft. Ich glaube, ich sage das in jedem Video und ich werde es wahrscheinlich auch noch zukünftig in jedem Video sagen, weil es einfach so unheimlich wichtig ist. Du, komm in deine Kraft. Er, komm in deine Kraft, bitte. Man muss sich für niemanden verdrehen und verbiegen und Meine Liebe, ja, es kann sein, dass er total toll ist, ja. Und ich finde es schön, wenn du ihn so auf einen Sockel stellst, ja. Ist auch vollkommen akzeptabel. Tu das, ja, wenn es dich glücklich macht, wenn es ihn glücklich macht, tu es, no problem. Aber vergiss dich selbst nicht, ja. Also, wenn du ihn schon auf diesen Thron setzt, auf diesen Sockel stellst, dann darf er dich auch auf Händen tragen. Einen wunderschönen Abend, ihr Lieben.